Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Scum zusammen mit unserer Jane. Schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt nach der letzten Folge ein bisschen rumexperimentiert wegen Dachkonstruktion und muss vom Gefühl her kapitulieren. Ich krieg's nicht hin. Das ist so richtig ein bisschen fies, will ich mal sagen. Ich habe jetzt hier die Zeit nochmal genutzt und ein paar Seile gemacht. In circa 5 Minuten müsste auch ein Frachtabwurf kommen bei uns hier in der Ecke. Das ist so... Ja. Den können wir eigentlich direkt mal mitmachen heute. Und da mich das jetzt hier so ein bisschen wahnsinnig macht wegen der Dachkonstruktion, nutze ich jetzt die Zeit einfach nur mal ganz kurz, um die Sachen nochmal zu machen. Ganz gemütlich. Ich zeige euch das gleich mit dem Dach einmal. Also, ich weiß nicht, irgendwie das Spiel möchte das wohl einfach nicht, dass ich ein Dach baue. Vor allem, es gibt einfach keine dreieckigen Wände. Ich kann das Gebäude nicht abschließend bauen. Das ist irgendwie, wie sag ich mal, etwas unbefriedigend. Das ist so, ja, weiß nicht. Muss nicht sein. Ist aber so. So. Und zwar, das hier unten, das habe ich jetzt eigentlich nur gemacht, weil ich es kann. Das habe ich nicht mal benötigt, die gesamte Unterkonstruktion hier. Aber eigentlich fand ich das so ganz witzig hier mit einer Werkstatt da drin, dass man hier quasi durchgehen kann. Das hat mir ganz gut gefallen. Problem ist hier oben. Ich kann beim besten Willen nicht noch irgendetwas da dran setzen. Ich kann keinen Boden hier mit dran setzen. Der snappt einfach nicht. Und da, wo er snappt, ist es zu wenig Konstruktion. Das ist richtig doof. Dann Zweigdach. Kann ich da nicht dran setzen. Es snappt zwar, hat aber nicht genug Halt. Aber ich habe auch wirklich keine Ahnung, wie ich diese Stabilität herstellen soll. Ich kann da nichts drunter bauen. Ich war überlegen, also theoretisch eine Wand snappt dort auch nicht. Nächster Witz ist, Wände snappen hier oben nicht mal auf dem Boden. Ich kann hier auf der oberen Etage nichts draufbauen. Ah, hier geht's. Ja gut, aber das ist hier wahrscheinlich... Ja, genau, das ist, ja, das liegt daran, dass ich hier so einen Stützbalken drunter habe. Okay, so könnte man hier oben zumindest Wände fertig kriegen. Aber wirklich glücklich und zufrieden wäre ich damit nicht. Muss ich ganz klar sagen, das ist irgendwie... Weiß nicht, holt mich dieses modulare Base-Building dahingehend doch absolut gar nicht ab. Also, weiß ich auch wieder falsch. Ich finde es total geil hier gerade und es macht ja auch Spaß. Also theoretisch, wenn ich jetzt da oben mehr dran setzen will, muss ich hier unten Stützbalken ranzukriegen. Richtig? Ja. Und ich kann dazwischen auch keine Wände machen, oder? Nee. Das heißt, ich müsste das optisch gänzlich anders aufbauen, nur damit ich da oben noch was draufsetzen kann. Ah. Ich weiß, das ist jetzt wieder Mimi. Aber ich habe Schwierigkeiten. Aber so. Was, wenn ich jetzt den hier einfach wegnehme? Könnte ich da jetzt theoretisch ihn hier draufsetzen? Neue Stämme. Ja, gut. Oh, der Frachtabwurf kommt uns in einer Minute. Da fahren wir auch gleich hin. Der ist nämlich gar nicht so weit weg. Wir sind ja hier, roter Punkt. Hier oben auf der Hauptstraße kommt er.
Ich habe, im Übrigen, während ich die ganzen Sachen da experimentiert habe, auch nochmal tatsächlich geschafft, meinen Bogen zu reparieren. Ich habe auch die Axt ein wenig repariert. Und die Axt hatte ich sogar das Gefühl, ich habe sie gratis repariert. Das war äußerst spannend. Der Bogen hat quasi meine gesamten Werkzeugkisten gefressen und ich habe die Axt irgendwo liegen. Hui! Nicht durchdrehen, nicht durchdrehen. Axt? Da. Danke. Nimm die mal in die Hand. So. Unfassbar. Oh. Wo habe ich geparkt? Hier. Also, ja. Modulares Space Building? Ja. Klar. Aber so wie es jetzt gerade drin ist, würde ich persönlich damit, glaube ich, niemals glücklich werden. Das ist so ein bisschen schade. Es reicht für PvP. Ich hab mir meine Base gebaut oder so. Das ist klar. Kein großes Problem. Aber für... Ich bin im Singleplayer unterwegs, wofür das Spiel eigentlich gar nicht gedacht ist, so glaube ich. Aber es macht mir halt Spaß. Ich baue mir ein hübsches Haus irgendwo hin. Offensichtlich nicht. Ich könnte natürlich noch eine ganz andere Dachkonstruktion versuchen. Dann wäre das auch nochmal vielleicht eine Option. Aber so an sich. Achso, einer hat gereicht. Bin ich da jetzt oben drauf? Es würde das gehen. Und wenn ich jetzt hier theoretisch eine ganze Wand draufsetze, müsste ich vielleicht auch den Boden hier weiterziehen können. Aber ich würde lieber... Warte mal, doppelter Tür... Doppelter Türrahmen wäre vielleicht auch noch eine Option. So könnte ich die hier zumindest mal oben draufsetzen. Das ginge. Okay. Aber hier unten was zwischen geht wieder nicht, ne? Oder doch? Nee. Weil der Snap-Punkt belegt ist. Ich werde so nicht glücklich. Nein. Das wird doch gerade nichts mit Schönreden. Sorry, Leute. Das macht mich gerade eigentlich nur wütend ein bisschen. Sie haben, also schön, dass sie das reingesetzt haben mit dem Base-Building. Das will ich jetzt wieder mal nicht schlecht reden oder so, aber... Entweder habe ich einen absoluten Denkfehler bei dem, wie ich hier baue. Dann erzähl ihn mir, kein Problem. Aber... Naja. So wie ich es jetzt gerade angehe, auch wenn es mein Fehler ist, ist das nicht gut. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. So, ich würde jetzt aber gerne hier diese Äste auf jeden Fall retten. Einfach aus Prinzip. Hä? Auch eben noch ein. Ah, hier. Ach! Okay. Ich habe hier draußen noch einiges. Okay, es wird auch schon wieder dunkel. Hätte ich eigentlich wunderbar, hätte ich da jetzt auch noch ein bisschen Seil draus machen können. Aber egal. Das Schöne, sagen wir erstmal, das Positive ist jetzt gerade, die Böden sind recht günstig. Da brauche ich nicht mal Stämme für. Da kann ich ein paar Stöcke reinsetzen und die Welt ist in Ordnung. Das ist eigentlich ganz nett wieder. Wie viel habe ich denn hier noch? Wow. Interessant. Immer in die Hand. So, wir gehen jetzt zum Frachterwurf. Ich meine, wir haben da auch nur begrenzt Zeit, um ihn überhaupt zu looten, aber... Ah, mit den Zombies, die da dran sein... Okay, vielleicht...
irgendwie kackt die Performance gerade ab. Hallo? Okay. Ohne große Vorbereitung einfach hin? Nein, ich brauche Schlossknacker unter sie. Schlossknacker-Kram. Hier. Machen wir doch gleich, nutzen wir das gleich zum Aufräumen. Hier, einer Schraubendreher. Du, du. Nehmen wir jetzt die Zweier. Du, du, du. Den auch noch zur Sicherheit. Da, neun. So. Genug Schlossknacker-Utensilien. Wie gesagt, das kann sein, dass das jetzt mit den Spawns der Puppets da oben ungünstig wird. Wir schauen einfach mal, wo muss ich denn eigentlich hin? Eigentlich nur nach Osten. Da ist Norden. Das heißt, da oben ist Osten. Uah! Oh Gott. Hier oben müsste irgendwo eine Hauptstraße folgen. Ah, ich fahre ein bisschen zu südlich. Ach, da vorne. Da kann ich jetzt ranfahren, ohne dass es Chaos gibt. Ich fahre einfach mal bis vor die Tür. Moin Jungs. Will ich mal fahren? Moment mal. Ja. Bam, 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 bam! Okay, das ist gut. So. Schön. Geht. Mit, Dietrich nehme ich mit, Pfeil nehme ich wieder mit. Danke. Oh, Pfeile. Ich habe Aufmerksamkeit übrigens gelevelt gehabt, als ich mir die kleinen Stöcker gemacht habe. Fand ich auch ganz interessant. Nadel, Kleber. Ich nehme es mir jetzt erstmal mit. Das Gute ist jetzt gerade einfach, ich habe das Auto mit einer leeren Kiste dabei. Warte, ich mache einmal die Tür hier auf. Timing? 12 Minuten noch. Und mir geht es einmal darum, die Puppets, einmal zu looten. Das levelt ja, glaube ich, ganz gut. Und dann, gut, 12 Minuten sind mehr als genug Zeit für den Luftabwurf. Hier definitiv noch mehr liegen. Ich habe hier ein paar mehr gehabt, aber egal.
Gehen wir mal rein. Das gibt bestimmt einen netten Screenshot, oder? Oh. Jawoll. Nein, ich wollte höher. Ach so, höher. So. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Gefällt mir. So, jetzt. Rein hier. Muss knacken. F bewegen. Okay. Aha. Was gibt's? Volkswagen-Lichtmaschine, eine nagelneue. Ah, schön. Moment mal. Das ist ja ernst, mein hier, ne? Lass den Motor mal laufen. Boah, ist da jetzt einfach erstmal alles rein. Das ist ja die Kleine, das ist ja Kleinkram, das aufzuräumen. So, hier. Oh, oh, oh. Jawohl. Was haben wir? Ist das hier ein Autoabwurf oder was? Ist ja schlimm. Gut, nicht, dass ich das nicht gebrauchen könnte, das Auto mal zu reparieren, aber... So, jetzt. Take out. Take out. Take out. Take out. Handwerk. Favoriten. Gegenstände. Favoriten. Dietrich. Autokraft. So. Was haben wir? Taktische, ballistische... Okay. Ah, die ist jetzt oben drüber. Oh, da passt doch noch was rein. Oh, schön. Noch ein Hut. Boah, 9 Minuten. Passt schon. Oh. Tarnanzugjacke. Okay. Wow. Das ist okay. Eieieiei. Okay. Klar. So, letzter. Und... Schalldämpfer. Oh. Stabilisator. Oh. Was? Ja, nice. Haben wir das alles? Hier liegt nichts mehr rum. Schnitt. Gut, gut. Nein, 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 nein. Jane, 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 Jane. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Oh.
Mach ich Licht an? Ah! Cool. Ja, müssen wir gleich mal ausprobieren mit dem Bogen. Map. Müsste nach Westen. Hör mal. Wo du Norden bist. Bist du Westen. Okay. Hier runter. Müsste hinkommen. Aber es hat, dass ich einen Bogen Schalldämpfer. Okay. Ich hatte auch jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass der laut ist. Aber geil. Boah, jetzt hatte ich. Ich habe meinen Compound-Bogen jetzt repariert mit den Werkzeugkisten. Woran es uns mangelt, nur um jetzt direkt einen neuen Bogen zu finden? Naja, gut. Müssen wir hier vorne nicht irgendwo schon mal wohnen? Nee. Hier hätten wir gratis Licht bekommen. Das ist dann doch ein recht offensichtlicher Nachteil an dem Spot. Ich finde ihn nicht so schnell wieder anscheinend. Upsi. Wohl die Richtung muss definitiv stimmen. Ich habe da hinten, glaube ich, in der Ecke die Fischabteilung gesehen. Nächtliches Fahren durch den Wald. Oh, Auto, es tut mir leid, es tut mir leid. Oh. Mit mir machst du was mit. Ich bin ja sowas von falsch gefahren. Aber da vorne scheint es spannend zu sein. Warte mal, ich fahre. Also wenn ich hier ganz streng genommen weiterfahre, kommen wir zu Hause an. Ah, er lutscht die Batterie leer, während ich Licht anhabe, obwohl der Motor läuft. Okay, Moment. Das sieht aus wie ein kleiner Bunker. Gucken wir doch mal rein. So, ich habe erstmal Compound Bogen Nummer 60. Ein bisschen mehr Stil, aber das ist dann auch alles, ne? Und da kann ich jetzt draufstecken. Ein Schalldämpfer. Tatsache. Stabilisator. Professioneller Stabilisator für den Compound-Bogen, der die Präzision beim Zielen erhöht. Hey. Hey. Kein Problem. Und jetzt habe ich nur Carbonfalle mit breitem Kopf? Luxus. Ist ein kleiner Bunker. Was ist jetzt im Dunkeln? Ich habe jetzt keine Taschenlampe dabei und auch kein Nachtsichtgerät. Das ist immer der Grund, warum ich gerne die Nächte überspringe.
Geh da einfach mal ran. Wir gucken einfach mal, ob es sich lohnt hier. Meine Tasche ist 4,6%. Nein. Meine Tasche ist jetzt recht voll. Ich habe das Auto zwar irgendwie direkt nebenan, aber... Schleifstein. Okay. Zwei Treffer nur mit dem Bogen und diesen Pfeilen. Trotz fetter Rüstung. Geil. Richtig gut. Ah. Ich glaube, ich habe schon direkt zwei verschossen. Ja, ist in Ordnung. Oder? Ja, egal. Ich mache es uns einmal heller. Einmal, wir sind jetzt hier einmal gemeinsam Verbrecher. Zack. Guck mal. Die Sonne geht irgendwo auf. Da hinten. So. Wir können aber auch gerne noch so eine Tour extra mit Nachtsichtgerät machen. Ich habe ja eins da. Ist überhaupt kein Problem. Und ich hätte noch einfach abwarten können. Das ist so eigentlich immer der Grund, warum ich da jetzt relativ entspannt bin. Weil ganz schnell genommen hätte ich jetzt diese Nacht hier einfach abwarten können, bis es wieder hell wird und gut ist. Abgesehen davon, dass ich mit der Lebenszeit durchaus auch noch andere Dinge anfangen könnte, aber rein theoretisch hätte ich einfach abwarten können. Es ist ja nichts, was uns hier unter Zeitdruck setzt. Hey, geil. Machen wir aber erstmal die alten weg. Ach so. Muss ich nicht mal aufbrechen? Echt jetzt? Okay. Gut. Schachtelkaliber fürs M1. Ja, okay. Das ist ja nur eine ganz kleine Anlage hier. Ja, gut. Cool war es jetzt trotzdem mal kurz. Schwarze Oliven. Der Zustand sieht ein bisschen, naja, aus. Lassen wir. Okay. Ah, dann haben wir das hier. Schön. So, wo hatte ich, habe ich geparkt? Irgendwo da oben, ne? Ja. Ich tue vielleicht mal einen Pfeil wieder noch ein.
Hä? Ach da! Hi! Puff! Ah ja, ich merke jetzt schon wieder, wie viel Laune es macht, einfach mal wieder looten zu gehen. Das müssen wir beim nächsten Mal uns vornehmen. Wir müssen wieder irgendwo hinfahren und was looten. So, aber erstmal würde ich gerne versuchen, zu Hause zu finden. Ja gut, das ist nicht schwer zu finden. Letztendlich ist es ja jetzt streng genommen nur noch der Küste entlang. Hopp. Wieder ein Gebäude. Und Leuchtturm. Ah. Hey, ein Ranger! Komm, ich hab doch so frech viel Glück. Ist da auch schon wieder Motor und alles drin? Ich brauche einen Fahrersitz. Ich brauche einen Fahrersitz. Das reicht mir ja. Und er hat keinen. Der hat ja nix. Der hat auch ein paar Türen, aber... Oh, schade. Hier, ich hätte gern all euer Geld. War wohl nicht viel. Irgendwie... Komme ich schon wieder nicht nach Hause. Gehen wir gleich den Leuchtturm hoch. An sich, finde ich so ein Leuchtturm, finde ich nämlich total spannende Gebäude. Warum oben gleich das totale Übersniper? Pfeil bringt euch um. Ich brauche die Carbonpfeile mit breitem Kopf. Muss ich mir noch mehr kaufen beim Händler. Aber apropos Händler, wir müssen mal wieder Geld machen. Gut, was aber auch kein großes Problem darstellen sollte. Da wir einen Haufen Lampen haben. Apropos Lampen, ich kann mit dem Ranger noch mal ein paar Lichter abnehmen. Oh. Ja, ja, komm, die nehme ich. Oh, es geht sogar noch ein höher. Oh. Hallöchen. Gut, das ist ein bisschen hell hier oben, aber. Uiuiui. Ui. Cool. Wirklich so weit hochgegangen? Scheint so. Hier, komm. Achso, wir müssten hier bei den freundlichen Besuchern einmal kurz nach unseren Pfeilen fragen. Die wären mir nämlich schon wichtig, dass ich sie wiederkriege. Auge nehme ich auch, kein Problem. Oh, nö. Gut. Dann nehmen wir hier nochmal die Lichter mit und dann ist gut. Nein. Es ist uns wirklich kalt. Ich fasse das nicht. Die ganze Zeit ist uns hier unten zu warm. Und jetzt auf einmal ist es jetzt kalt. Oh, hi! Jetzt blute ich schon wieder. Toll. Arschloch. Ein Lämpchen habe ich hier noch.
nicht liegen lassen. Gut. Dann haben wir da oben, einfach aus Prinzip, nochmal kurz einen Mord zu begehen. Hi! Leveln wir. So. Wollen wir mal die Wunde gucken? Schätze mal C1, um keine Infektion, weil unser Immunsystem einfach super ist. C1, keine Infektion. Jawoll. Ja, wir werden mal beim Händler vorbeischauen. Bis demnächst mal. Das finde ich grundsätzlich eine schöne Idee. So, aber wir wollen heute noch zusammen wieder nach Hause kommen. Das ist mir jetzt nochmal wichtig. Wie gesagt, das ist eigentlich nur eine Küstenlinie entlang und dann ist gut. Ach guck mal, hier hätte ich mir einen Gratissteg holen können. Na schön. Gut. Ein paar Beete, Mauern im Wasser. Also da hinten ist auf jeden Fall Fisch, die Fischecke. Das ist sie zu 100%. Ach da! Schön. Naja. Gut. Danke Spiel, dass du mir zuliebe die Physik anders laufen lässt. Okay. Und noch eine Linksrolle, bitte. Danke. Muckis! Schon dafür da. Das jetzt mit dem Dach wirklich. Oh. Na, ich guck mal, wenn ich noch mal ein bisschen rumbastel. Bis zum nächsten Mal. Ob ich irgendwie was finde. Zumindest oben noch mal ein Flachdach drauf. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Oh. Wir werden sehen. Vielmehr war es ein interessanter Loot aus dem Airdrop. Ganz viele tolle Sachen für Autos. Ein neuer Bogen mit ein paar Aufsätzen und einen dicken Stapel geiler Pfeile. Das ist einfach meine Ansage. Oh, schön. Und eine fast leere Autobatterie. Na ja, gut, die können wir ja ganz gemütlich bei uns wieder mit reinpacken. Dann laden wir die und dann ist gut. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.